C-A-L-L-M-E, baby. Ich will ein Shop My Stash Video machen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht und ich glaube, da hat sich ein bisschen was getan. Also fangen wir gleich mal an. Ich habe jetzt noch was drauf, ich habe es aber im Badezimmer vergessen. Das ist dieses Catrice-Ding, was es da in der Limited Edition gab. Wie heißt denn das? Mit diesen Kühlchen drin, ich habe es vergessen. Wenn ich dran denke, blende ich euch ein Foto ein. Und drunter habe ich noch das Double Serum von Clarins. Die beiden Sachen habe ich jetzt vergessen. Ich habe irgendwie vor, auch Gesichtspflege euch zu zeigen, was ich gerade in der Früh verwende. Oder beziehungsweise halt in der Schminkroutine verwende. Als allererstes habe ich den Make-up Primer von, wie heißt das, Nude by Nature benutzt. Ich glaube, da ist auch nicht mehr viel drin. Ich hoffe es zumindest, weil so gut finde ich ihn nicht. Als Make-up habe ich dann das Max Factor. Ich glaube Max Factor. Man kann es nicht lesen, aber ich glaube, das ist von Max Factor. Dieses Soft Resistant Make-up, wo viele Haare drauf bieten. Es ist auch schon fast leer. Das ist nur ein Tester gewesen. Ich habe mir das mal mitgenommen, weil ich das unbedingt probieren will. Und ich finde die Max Factor Make-ups wirklich gut. Also, wenn ich Drogerie-Make-ups empfehlen kann, dann sind das die Max Factor. Weil die sind wirklich gut. Und ich würde mir das sogar nachkaufen, wenn ich nicht so viel hätte. Aber ich habe ja eines, was ich noch lieber mag. Das ist dieses von Rimmel. Das wisst ihr ja eh vom Favoritenvideo. Dann habe ich eine Kombination für mich entdeckt. Das sind beides Lancôme-Produkte. Ich bin in letzter Zeit voll auf den Lancôme-Trip. Keine Ahnung wieso. Das ist der Concealer. Den mochte ich am Anfang ja nicht so. Ich würde ihn mir auch jetzt nicht nachkaufen oder so, ja. Da ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel drinnen. Den habe ich auch mal von der Arbeit gekriegt. Und dazu passend habe ich jetzt ein Puder wieder für mich entdeckt. Ich habe da eine Zeit lang aufgehört, das zu verwenden, weil das mir in die Falte immer gerochen ist. Und jetzt ist da auch sehr viel schon weg. Das war noch bis da oben, glaube ich, voll. Ich verwende es jetzt ziemlich dick als zum Baking. Oder Baking, wie spricht man das aus? Ich mache zuerst mein Make-up, dann den Concealer, dann tue ich ganz dick das Puder beim Auge auftragen. Mache mein Augen-Make-up und dann tue ich es, wenn ich mir Bronzer drauf tue und Puder drauf tue, tue ich das dann auch wieder weg. Also, ich glaube, ihr habt es schon mal davon gehört. Vielleicht mache ich auch mal eine Routine darüber oder so, wenn euch das interessiert. Aber das Puder finde ich echt gut, das ist richtig hell. Ich habe jetzt ein dunkleres noch mitgenommen von der Arbeit. Ich hoffe, das passt, weil ich bin mir nicht so sicher. Aber das mag ich echt gerne. Mag ich wirklich gerne. Und ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen, oder? Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Für die Augen habe ich als Lidschattenbase die Reval de Loop Eyeshadow Base, also Single auf dem Auge und dann noch was drüber. Funktioniert es bei mir gar nicht. Aber in Kombination mit dem MAC-Ding, zeige ich euch gleich, funktioniert super. Also so sieht die Eyeshadow Base aus. Ich glaube, das wisst ihr, wie das ausschaut. Aber die ist auch schon sehr, sehr weit aufgebraucht. Also weit aufgebraucht, aber da fehlt schon ein bisschen was, sagen wir so. Die finde ich auch nicht so schlecht. Ich weiß aber gar nicht, ob es die noch gibt. Keine Ahnung. Die habe ich nämlich, glaube ich, mal von der Freundin, von der Kathi habe ich, glaube ich, die geschenkt, die sie mir mal mitbracht. Und drüber benutze ich von MAC den Paint Pot in Taylor Grey. Der wird mir bald leer gehen. Der sieht so aus, da ist wirklich nur noch ein ganz kleiner Rest drinnen. Finde ich schade, aber ich mag den echt gerne. Aber ich habe ja noch den Paint Pot von MAC, den Painter leer. Also wird das nicht so schlimm sein. Dann habe ich wollte nämlich mal was anders schminken nach einer Zeit, weil ich habe mich ja lange Zeit jetzt gold geschminkt mit dem Club-Lidschatten. Und ich wollte was anders, was Dünkleres haben und mir gefällt das so gut. Ich liebe es. Ich glaube, ich werde mich eine Zeit lang wieder nur so schminken. Deswegen wollte ich euch das Video abdrehen. Das ist von MAC ein Shade Stick. Da habe ich auch eine mal aufgebraucht gehabt. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Das ist die Farbe Street Cool. So sieht das aus. So sieht auch die Farbe aus. Ich kann euch den ja auch zeigen. So sieht das aus. Ich swatche ihn euch auch mal, weil ich habe, glaube ich, keine Swatches. Und außerdem funktioniert ja mein Blog eh wieder nicht. So sieht der aus. Den gebe ich aufs bewegliche Lid über den Taylor Grey Creme Lidschatten drüber. Und ich finde das echt cool. Gestern habe ich es nämlich ohne den Taylor Grey probiert, um zu gucken, ob das funktioniert und länger hält. Vergiss es, die Farbe ist verblasst und ist dann ein bisschen in meine Lidfalte gekrochen. Und jetzt mag ich das echt. Meine Augenbrauen schauen aus vielleicht. Müsste mal wieder zupfen. Also, so schaut's aus. Ich mag das Armo wirklich sehr, sehr gerne.
Und in der Lidfalte habe ich meinen neuen Liebling, den Klapp. Neuer Liebling ist übertrieben, ich mag Klapp schon mein ganzes Leben. Nein, das ist übertrieben. Seit ich Mac-Junk geworden bin, mag ich Klapp wirklich sehr, sehr gerne. Wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe Angst, dass mir das da alles runterfällt. So, das ist der Klapp-Lidschatten. Viele, die Mac mögen, werden das eh wissen. Der changiert ja so. Ich liebe den. Ich habe den in der Lidfalte wieder, also... Da ist auch ein Hit the Pan drin. Drama. Ich habe noch vergessen, euch was zu zeigen, bevor ich den Klapp auftragen habe. Habe ich noch verblendet mit diesem goldenen Lidschatten da oben aus der Sandklapp-Palette. Ich glaube aber, dass ich jetzt da statt dem dann den Retro-Speck verwenden werde. Ich finde das zwar auch schön, wenn ich mit dem drüber gehe, aber ich will es mit dem Retro-Speck auch noch probieren. Weil da ja auch schon viel fehlt bei dem. Und ich den eigentlich ja aufbrauchen wollte heuer, weil der ist schon sehr alt. Man merkt das, wenn man ihn benutzt. Da gibt nicht mal wirklich viel Farbe ab, der Lidschatten. Deswegen wollte ich ihn eigentlich aufbrauchen. Ja. Dann habe ich für die Wasserlinie den Shade Stick. Ich bin schon wieder bei Mac. Von Makeup Factory den Eyebrow Lift Stick für die Wasserlinie verwendet. Kennt ihr schon, habe ich euch schon mal gezeigt. Ja. Den liebe ich für die Wasserlinie. Aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal nachkaufen. Oder? Ich bin mir noch nicht so sicher. Dann habe ich einen Tester. Das ist von Art Deco ein Eyeliner, also ein Kajal. Waterproof Liner Nummer 16. Ich finde ihn okay, aber ich finde den von Love besser. Also von Love finde ich den viel, viel besser. Er gibt zwar schön Farbe ab und das Braun ist auch wirklich schön, aber ich finde den von Love irgendwie viel besser. Ich finde, der hält auch besser, weil der verschmiert am Ende des Tages ein bisschen. Als Eyeliner-Strich, weil mein Lancôme ein bisschen den Geist aufgibt, habe ich was probiert. Ich habe das nämlich bei der Charisma Star im Video vor kurzem gesehen. Ich bin nämlich in letzter Zeit so Videoschau-süchtig worden. Jetzt, seit ich das lange Wochenende gehabt habe eben. Und ja, ich habe gesehen, sie benutzt zuerst einen Kajal, einen schwarzen, und dann macht sie den Eyeliner. Und ich finde, das ist echt cool. Ich finde, das ist noch intensiver schwarz als vorher. Finde ich echt geil. Also das finde ich eine gute Idee. Ich habe halt wieder von Makeup Factory einen Kajalstift. Den habe ich mir auch als Tester mitgenommen von der Arbeit. Das ist einfach ein Schwarz zum Rausdrehen. Ich muss den aber ins Gefrierfach legen, zusammen mit den Shade Stick. Zusammen mit den Eyebrow Liftings, damit ich die beiden spitzen kann. Weil ich muss den spitzen, damit ich ein bisschen besser den Eyeliner ziehen kann. Ich finde, der ist mir ein bisschen dick geworden heute, wegen dem Kajalstift. Ja, und drüber gehe ich natürlich mit meinem heißgeliebten Lancôme Eyeliner. Den will ich nicht mehr missen. Ich habe aber auch gesehen, ich habe meine Sammlung durchgeschaut und ich habe gesehen, ich habe noch einen Gel Eyeliner, den ich auch noch aufbrauchen sollte. Also wenn der leer wird, sollte ich eigentlich zuerst einmal den Gel Eyeliner aufbrauchen. Dann könnte ich mir den nachkaufen. Ja, ganz, ganz schnell, weil ich sehe gerade, mein Akku geht schon wieder stiften. Bleiben wir noch bei den Augen. Sonst habe ich ja, glaube ich, naja, doch. Unter der Augenbraue habe ich den Lidschatten von Douglas. Jetzt habe ich es so. Da ist auch ein Hit the Pan drinnen. Ich bin ganz stolz auf mich. Könnt ihr das sehen? Da ist ein Hit the Pan. Yay! Ich bin ein Freak, ich weiß. Aber ich bin ganz, ganz stolz auf mich. Und ich mag den Lidschatten aber auch. Ich glaube leider nur, dass es ihn nicht mehr gibt. Dann habe ich wieder im Innenwinkel vom Auge, wo sonst, also im Innenwinkel habe ich wieder den von Essence, den habe ich auch schon sehr, sehr lange und benutze ich auch schon sehr, sehr lange. So sieht er aus. Ich mag den im Innenwinkel. Ich hoffe, dass der mir nie leer geht, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Aber ich habe eh zigtausend andere Lidschatten. Dann habe ich wieder meine Mascaras verwendet. Ich glaube aber bald, dass sie den Geist aufgeben werden, alle drei, weil die sind nicht mehr so gut wie am Anfang. Und die von Makeup Factory, die krümelt so. Die ist richtig... Könnt ihr das sehen? Also sie krümelt nicht, aber sie verbiegt so komisch. Ja, also vielleicht werde ich die bald als aufgebraucht zählen. Weil wenn man die Klinik anschaut, ich finde, da kommt gar nichts mehr raus. Außer oben. Und wenn man die Mini-Klinik anschaut, die ich für die unteren Wimpern verwende, ich weiß, sehr kompliziert, kommt da auch nicht mehr wirklich viel raus. Ich glaube, die ist sogar komplett leer, weil manchmal habe ich auf den unteren Augen ein bisschen Probleme, die aufzutragen. Ja, also werde ich die vielleicht bald als aufgebraucht zählen. Ich habe sowieso Bock, mal wieder eine andere Mascara zu verwenden. Ich habe nämlich noch so viele. Augenbrauen habe ich wieder... Die beiden hier, das ist von MAC diese Gel
Oh Gott, das ist so ein langer Name. Flutlime Brow Gel Creme. So. In Dark. Was? Deep Dark Brunette. Ich kann mir die Farbe noch immer nicht merken. Jetzt benutze ich den schon so lange. Sieht so aus. Habe ich auch drauf. Aber ich glaube, ich habe diesmal zu wenig erwischt. Und außerdem sollte ich mir die Augenbrauenrasierer nachkaufen, weil meiner hat sich zerlegt und ich habe mir die bis jetzt noch nicht nachgekauft. Als Augenbrauengel habe ich das hier. Das schaut schon so ekelhaft aus. Das ist von Little Eyebrow Monsters von der LE. Das 01 Hold Him in Place. Ich finde es ganz okay, aber es ist nicht so gut wie das von Makeup Factory, finde ich jetzt. Ich bin diese gefärbten gewohnt, seit ich, weil ich habe zu wenig eben Auftragen von dem Augenbrauengel, also von dem MAC-Ding. Und da merke ich schon, dass da was fehlt. Bronzer habe ich wieder den hier benutzt. Den New York Color. Nicht New York City, sondern New York Color heißt die Marke. Ja. Die Vivi hat mir erzählt, weil wir haben Gott sei Dank wieder mehr Kontakt als vorher. Sie hat mir erzählt, dass der Müller in Ungarn den gar nicht mehr hat, die Marke. Also die Marke gar nicht mehr hat. So, ich kann kein Deutsch mehr. Ich finde den aber echt gut. Was man gleich sehen wird. Ich bin ganz stolz auf mich. Tada! Ein Riesen-Hitterpan! Ich bin mega stolz auf mich. Ich hätte mir nie gedacht, dass es bei dem Produkt eine Pfanne gibt. Also wirklich nicht. Also ein Pfännchen zu sehen gibt. Also da bin ich echt stolz drauf. Ich wäre zwar echt traurig, wenn der leer geht, weil ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich habe noch so viele andere Bronzer. Aber man sieht, dass ich den liebe, weil ich benutze ihn ja schon über ein Jahr. Ja. Nichts runterfallen. Als Puder zum Fixieren fürs ganze Gesicht habe ich das von Makeup Factory. Das ist echt gut. Das habe ich nämlich damals von der Schulung mir mitnehmen dürfen. Das ist wirklich gut. Das kommt dann das von MAC ran. Das hatte ich auch mal und ich Trottel habe es weitergeschenkt. Das ist schon ewig her. Da habe ich noch keine Videos gemacht. Ich war früher voll oft bei MAC einkaufen. Ich habe auch meistens nur MAC Sachen verwendet. Was mir lieber wäre jetzt. Weil ich mag diese Drogeriesachen nicht mehr so. Klingt vielleicht doof. Es ist nicht alles schlecht. Ich sollte mal darüber ein Video machen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir ja mal schreiben. Weil ich finde die Marke auch sehr gut. Makeup Factory ist wirklich nicht schlecht. Ja, das Puder sieht so aus. Was mich halt nur stört, ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Sieht man das? Ja, es hat so komische Pickelchen, würde ich jetzt mal sagen. Das stört mich ein bisschen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber so ist es wirklich gut und ich glaube, bald kann man da, also man sieht schon ein bisschen die Pfanne durch. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das sehen. Also ich benutze es wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich habe nämlich noch so viel. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir nachkaufen würde. Aber ich finde das wirklich nicht schlecht. Ich würde gerne mal wieder das von MAC ausprobieren, weil das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Wirklich ewig schon nicht mehr gehabt. Aber ich habe noch so viel Puder, ich brauche mir eigentlich gar keins nachkaufen dabei. Als letzte Rouge und Highlighter, dann sind wir auch schon wieder fertig. Geht schnell, ich weiß. Das kennt ihr ja eh auswendig. Ich habe einmal wieder das MAC T-Petal verwendet. Da habe ich das Gefühl, irgendwie da tut sich nichts mehr. Aber ich glaube schon, dass das... Oh ja, man sieht es eh. Es ist eh größer geworden, das Loch. Ich liebe es noch immer. Ich muss aber manchmal eine Schicht abnehmen, weil das so komisch wird. Umso öfter man mit dem Pinsel reingeht, umso komischer wird das Rouge. Aber ja. Ja, dann das von Catrice, das ewig alt ist. Und ihr könnt es da schon durchsehen. Ich habe da einen riesen Hinterpan erreicht in letzter Zeit. Da bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich. Das ist echt, echt sehr fancy. Ist aber ein wunderschönes Rouge. Ich mag's. Und ich finde es schade, dass das leer wird. Ich glaube, ich habe das andere damals auch verschenkt. Ich habe da ein zweites davon gehabt. Von Light Burgundy hat das geheißen. Nein, das ist Light Burgundy. Ich habe noch irgendein anderes auch gehabt. Ja. Mag ich sehr gern. Wie man sieht. Und als letztes habe ich noch als Highlighter den von MAC. Wer hätte es gedacht. Die Cream Color Base in Shell. Kennt ihr auch schon sehr. Was ist denn das für ein Satz? Habt ihr auch schon sehr oft bei mir gesehen? So, ignoriert jetzt die Fieberblase, ich schon wieder aus mit Zombie. Ja. So sieht aus. Da wird es auch immer weniger. Was ich traurig finde, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, einen anderen Highlighter zu verwenden. Ich habe eh zigtausende, aber ich weiß nicht. Ich kann mich nicht so anfreunden, damit das der leer geht. Ich mag den echt gern. Der ist wirklich gut. Aber ich habe eh noch andere MAC Highlighter, vielleicht verwende ich die jetzt endlich mal, wenn der leer wird. Da habe ich ja noch eine Weile Zeit. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ich bin echt ganz stolz auf mich, dass ich viele Sachen habe, was ich jetzt erst angefangen habe vor ein, zwei Monaten und was schon ein Hit the Pain haben, so wie der. Nein, fliegt gerade alles. So wie der Lidschatten da. Oder eben die Rouge, was ich euch jetzt am Schluss gezeigt habe. Da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich das so weit bringe, dass das aufgebraucht ist. Also irgendwann mal in kürzester Zeit vielleicht. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat Spaß gemacht, die Sachen euch zu zeigen. Mir macht es immer Spaß, euch die Sachen zu zeigen mit meinen Hit-the-Pans. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr in letzter Zeit sehr oft verwendet. Wo ihr euch denkt, das benutze ich die ganze Zeit und kann nicht aufhören damit. Weil ich muss sagen, das will ich noch schnell loswerden am Ende des Videos, weil ich finde, das passt bei dem Video sehr gut dazu. Weil ich ja eben diese Aufbrauchaktion angefangen habe. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, es bringt euch nichts, wenn ihr die Sachen aufhebt. Ich habe jetzt aktuell ein Rasiergel, was ich im Badezimmer habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das erinnern könnt. Das habe ich letztes Jahr im März leer gemacht. Das war dieses Donut-Rasiergel von M-Lady. Und ich habe mein Backup jetzt angefangen und der ist echt komisch, der Rasier. Also das ist ein Gel. Das ist echt komisch geworden, das Rasiergel. Das kommt ganz flüssig nur noch raus. Und früher kam das dick raus aus der Verpackung. Wenn ich schüttel, hilft das auch nichts. Also das hat mir gezeigt, dass es nichts bringt, wenn ich Sachen aufhebe, die ich mag. Da benutze ich sie lieber und habe sie geliebt. So wie mein Yves Saint Laurent Duft und mein Apple Pear Hugs Duschgel und mein, das, was ihr im Aufgebrauchsvideo halt gesehen habt, was ich euch gesagt habe. Da benutze ich lieber die Sachen und dann kippen sie nicht. Mir geht es auch mit einem Duft so. Da muss ich mich noch ein bisschen am Ohr ziehen, dass ich den verwende, weil ich finde den echt schade, weil den kann ich nicht mehr nachkaufen. Aber ich will nicht, dass er kaputt wird. Da muss ich heuer noch echt überlegen, ob ich nicht den auch noch aufbrauchen soll. Ja, das wollte ich euch nur so jetzt mit auf den Weg geben, am Ende dieses Videos. Ich finde das wirklich wichtig. Euch bringt das ja auch nichts. Auch wenn ihr wenig, gerade wenn ihr wenig Sachen habt, benutzt sie. Ihr könnt ja irgendwann einmal dann wenigstens was Neues nachkaufen. Ja, ich hoffe, die Message ist da positiv jetzt ankommen bei euch. Ich musste das hart, also auf einen harten Weg lernen, weil das Rasiergel tut mir so leid. Ich benutze es natürlich trotzdem und werde es versuchen aufzubrauchen, aber ich glaube, das wird nicht leicht werden. Und ja, wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Und ja, bis dann. Bye.